Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Diverse hier im Orpheum Wien. Hat jetzt jemand mitgesungen? Ja. Ja, aber nur wenig, leider. Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein... Genau. Ist ja an sich ein Kinderlied. Ja, für mich persönlich ist es eine Lebensweisheit geworden. Bin aber draufgekommen, sagen darfst du das nicht mehr. Und das war schon vor der Corona-Chance so. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, meine Frau und ich, wir waren einmal eingeladen. Ja, also andersherum. Ich war eingeladen, meine Frau hat gesagt, wir müssen hingehen. Wie zu, glaube ich, 90% aller Veranstaltungen. Zu einer Dachterrassenfeier, ein Brunch. Ja, ein Brunch ist was Großartiges für Menschen, die das wollen. Ich brauch's wie ein Schrauf mit dem Knie, weil das ist so 10 am Vormittag die Zeit, wo ich daheim gut schlafe, was aber außer mich leider niemanden interessiert in meiner Familie. So ein Fest auf einer Dachterrasse, Wien Innenstadt, brennheißer Sommertag. Also wo es ja schön abkühlt auf so einer Dachterrasse, ist ja fest. Also die Waschbeton und Platten haben sie aufgeringelt, wollten eigentlich nach Hause gehen, wenn es heiß war. Sind aber dann drauf gekommen, sie sind schon daheim, also sind sie liegen geblieben. Ich stehe dort in der Ecke wie ein schlechter Geruch, wie der Einzige in Flipflop ohne Krawatten, also schon vom Dresscode ein No-Go. Weil der Rest war so eine Slim-Fit-Abteilung. So im feinen Zwirn, so eine Mischung aus Autoverkäufer und Banker. Keine Ahnung, wie die das überlebt haben. Die müssen da Eiswürfel in der Achsel eingenaht haben, weil sonst hält es die Hitze nicht aus. So. Ich stehe dort in der Ecke. In die linke Hand haben sie mir ein Glas Sekt gedrückt fürs Bild nach außen, dass ich ausschaue wie alle anderen. Rechts habe ich mal ein kleines Bier gecheckt fürs Bild nach innen, um meinen inneren Seidel zu erfrischen. Und in achtfacher Geschwindigkeit zieht mein Leben an mir vorbei. Und kein Mensch sagt was. So. Und wenn keiner was sagt, dann sag ich was. Ja. Das ist ein Gen in mir, das habe ich überhaupt nicht im Griff. Bin zwar in Therapie, aber eigentlich schon ums Geld. Finde die Therapeutin aber sehr sympathisch, darum gehe ich auch gern hin. Und merke aber mittlerweile schon beim Einatmen, halt den Schlafensel, los weg. Also es wird kein Auge, wenn du das nicht sagst. Und ich da bremst es dann aber nicht mehr und rufe da hinein, so frei heraus aus meiner kleinen, blauäugigen Peter Pan Kasperlwelt, rufe ich in diese erlauchte Gesellschaft, sage ich, na, Schihamas! Na, geht's uns nicht gut? Kommt ein Herr zu mir und sagt, Ihnen vielleicht. So was Ihnen, sage ich, na, wir, also wir. Sagt er, was heißt wir? Sprechen Sie für alle? Sind Sie die Hörbiger? Ich sag, nein, denn uns meine ich uns. Uns geht's doch Gott. Sagt er, na, wo geht's uns denn Gott? Ich sag, entschuldige, wo geht's uns denn nicht gut? Sag, wir haben Flüsse, wir haben Berge, wir haben zu essen, zu trinken, es ist doch herrlich. Sagt er, na ja, und die Tiere in den Schlachthöfen? Ja, da haben sie recht. Also Tiere in den Schlachthöfen ist ein Wahnsinn. Nicht? Aber wenn wir das vielleicht jetzt einmal kurz wegblenden, sage ich, sonst geht's uns doch schon gut. Sagt er, na ja, und das Plastik im Meer? Sag ich, klar, also Tiere in den Schlachthöfen, Plastik im Meer ist ein Wahnsinn. Aber wenn wir das vielleicht kurz wegblenden, sage ich, sonst geht's uns doch gut. Sagt er, na ja, und die steigenden Mietpreise? Sag ich, mal, erst, geschissener, ja, also... Sag ich aber leider nicht, sondern sag, na, da haben Sie aber recht, nicht? Aber wir haben wenigstens noch etwas zu mieten. Ja, diese Dachterrasse hier zum Beispiel, wo gerade 10 Meter Buffet in der Sonne verbrennen. Ja? Sag ich, die Schrimps, die sich da gerade aufbärteln in der prallen Sonne, mit denen hättest du im 30-jährigen Krieg wahrscheinlich ein Jahr lang die Soldaten durchfordern können. Das meine ich, es schießt damit zumindest niemand auf uns. So, Gegenfrage. Wann hat zum letzten Mal jemand auf Sie geschossen? Auch zu Hause, auf Sie. Wann hat zum letzten Mal auf Sie geschossen? Und zwar nicht auf Sofa einer Jagd am Nachhauseweg, sondern na, dass man einfach sagt, na, der gefällt mir politisch nicht den Rahmenweg. So. Gar nicht. Gut. Ist jemand im Raum, der seit jenem einmal auch geschossen worden ist? Auch nicht. Nein. Na, geh. Darum glaube ich, wir müssen die Latte zum Sudern vielleicht ein bisschen neu nivellieren. Ja, sonst werden wir nämlich nicht mehr glücklich werden in dem Leben. Ich glaube, viel kommt da nicht mehr. Aber das dürfen Sie nicht sagen. Sagen Sie das nicht, Sie sind sofort ein unreflektierter, einer, der von der Welt und von der Wirtschaft keine Ahnung hat. Und darum hat auch so eine Inhaltsleere Einzug gehalten in sämtlichen Konversationen. Weil er keiner mehr was sagt. Nicht, sonst sagt der andere, dass er was gesagt hat. Oder man verschändert sich im Ton. Du kannst ja heute ohne gesonderte Ausbildung kaum noch einen Satz ausgendern, wo du nicht irgendwie dich verchenderst und jemanden beleidigst, ohne das zu wollen natürlich. Ne?
Früher wurde zum Beispiel gesagt, der Räuber oder der Dieb. Immer männlich übrigens. Also sie hat nie gestohlen, das war immer er. So. Das sagt man heute nicht mehr, das ist heute eine Fachkraft für spontane Eigentumsübertragung. Ja. Und so gehört es gesagt, so will der die das hören, weil sonst ist der angefressen, der kommt nie mehr. Es ist, jeder Hausmeister ist heute Facility Manager. Ja, der gibt ja Visitkarten, die ist länger als die vom Herrn Primar. Es ist, alles, was zu meiner Zeit Studienabbrecher war, ist heute Bachelor. Ja, oder? Das ist doch nicht fertig, das ist doch jetzt nur die Hälfte, oder? Früher, wenn du mit einem halben Zeugnis heimgekommen bist, hast du zwei Watschen gehabt, fertig. Ja? Heute macht die Mama einen Kuchen und das sind alle ganz stolz. Und Bum, das ist ein Bachelor, das ist ein Bachelor gemacht. Es ist alles so schwammig geworden. Es ist jeder so alles. Und bei genauerer Betrachtung dann eh nicht so viel. Ich habe mir auf der Bühne ich einmal gesagt, meine Frau, die Andrea. So, ruft ein Herr aus der Mitte, sagt er, das ist besitzergreifend. Ich dachte, hat er recht eigentlich. Meine ist besitzergreifend. Habe ich gesagt, der Andrea. War er glücklich. Also oft sind es Kleinigkeiten. So. Der Satz hätte gelautet, meine Frau, die Andrea, macht einen super Lipdauer. Da habe ich schon ärgere Sätze auf einer Bühne gehört, muss ich ganz offen sagen. Ne? Und trotzdem hat eine Kritikerin geschrieben, der Herr Seidel reduziert seine Frau auf die Küche. So. Jetzt habe ich das alles umgedreht und gesagt, die Andrea steckt meine Winterraffen, während ich mir die Bundesliga ausschaue. Bin ich ein Macho, geht auch nicht. Also, wie es das machst, einfacher wird es nicht. So, ich kann nur sagen, der Jungvater von heute ist ein Bruce Willis geworden, der die Kinder stillt. Ja, wirklich still langsam. Weil der kommt nach Hause von der Mörderjagd. Er hat gerade 6 Leute erschossen am Heimweg, weil es notwendig war. Wischt sich das Blut vom Gewand und versorgt die gröbsten Platzwunden und wärmt sofort den Muttermilchersatz in frisch desinfizierten Flasche und stillt die Brut. So, dass da mal Ruhe ist. Und dann geht's raus ins Freie, dass der Geschropp ein bisschen Luft ins Hirn kriegt. Also spazieren gehen, hat man früher gesagt, Gardening, sagt man heute wahrscheinlich. Dort sitzen schon seine Freunde, dort sitzt der Sylvester Stallone und der Arnie Opa, der sagt dann, wie schläft denn eurer am besten ein? Das ist kein Problem, sagt er, da gibt's für gestresste Junghelden, ja, gibt's jetzt eine App, das lädst du dir aufs Handy, hast so einen Timer, 5 Minuten, stellst du ein den Code, legst das Gerät neben die Krippe in den Kindskopf, also neben den Kindskopf in die Krippe und dann kommt aus diesem 6-dimensionalen X-Large-iPhone so ein Sprühregen aus Sternenstaub und K.O.-Tropfen, der dem kleinen Kevin, Jutta, Lothar, Matthäus, Christus, Maria, Evelyn, Siegfried und René die Augenlider ganz schwer machen und in den Schlaf beamt. Und jetzt frage ich Sie, was hat eine Kindheit noch für eine Kindheit? Und trotzdem, und ich darf das sagen, weil ich bin ja unsubventioniert, wir bringen es ja nicht weg, noch nie war die Welt so friedlich wie zurzeit. Auch wenn es im Nachbarland gerade brennt. In Europa noch nie so wenig Krieg, auf der Welt auch nicht. Zeitungen schreiben es nicht, wir da einen Grund haben. Es sterben auf diesem Planeten im Jahr im Schnitt 1,2 Millionen Menschen nur im Straßenverkehr. Ja? Nur im Straßenverkehr. Die gehen pumperl gesund bei der Tür aus und kommen nie mehr nach Hause. Plus, minus. Was jetzt deppert klingt, weil wenn du dabei bist, hat das natürlich eine ganz andere Gewichtung fürs eigene Weiterkommen, aber von ihnen war zum Glück keiner dabei. Ungefähr 600.000 Menschen kommen bei Gewaltverbrechen ums Leben, aber im selben Zeitraum nehmen sich fast 900.000 Menschen, und es wären leider gerade nicht weniger, nehmen sich selbst das Leben. Hä? Das heißt, wenn Sie wirklich Angst haben wollen, um jeden Preis, wie es Ihnen dann besser geht, dann in erster Linie mehr vor sich selbst, dass Sie sich nicht erwirren in einer ruhigen Minute oder Sie der Nachbar beim Einparken zusammenschiebt. Wir haben ja auf unserem Planeten einen Publikumszuwachs, Entschuldige, einen Bevölkerungszuwachs, größenwahnsinnig geworden, einen Bevölkerungszuwachs von 80 Millionen Menschen. 80 Millionen! Jedes Jahr neu ist in etwa die Einwohnerzahl Deutschlands. Ja, unser Glück ist, dass das nicht alles Deutsche sind. Ja, weil, da wird uns der Schmäh ausgehen. Aber was will ich eigentlich sagen? Ich weiß schon wieder, was wollte ich sagen? Was will ich sagen? Ich will sagen, wir haben nur uns und wir haben nur jetzt. Wir haben nur jetzt. Was morgen ist, weiß kein Mensch von uns. Der Basti habt's gewusst, aber den habt ihr vertrieben. Ja? So. Und wenn es mir heute gut geht, wissen Sie, warum kann ich mich nicht rausstellen vor so einer Fee und Buddelnackert und sagen, Dankeschön, es geht mir gut, ich bin fröhlich und gesund und werde mich nicht dafür entschuldigen. Warum ist alles so einsilbig geworden? Warum umarmen wir einander nicht mehr? Wissen Sie, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wir haben alle Angst davor, dass uns jemand den Maserati in der Garage skrotzt.
Ja, haben aber weder Garage noch ein Maserati drinsteht. Das ist eine erlesene Angst, kommt mir oft vor. Aber wer wirklich Angst hat, und es hat ja jeder ein Recht auf seine Angst, um Gottes Willen, aber einen Tag mit meinem Freund Kurtl und die Angst ist weg. Sie sind angstfrei. Ja, das ist wie, also wie soll ich sagen, es ist, die Welt braucht mehr Kurtl. Also fühl mich auch nicht, aber zwei, drei gingen sich schon aus. Es ist so ein bisschen wie kalt duschen nach einem Rausch. Unnötig, aber man spürt es gut. Das ist schon fein. Ja. Der Kurtl hat zu jeder Lösung kein Problem. So kann man es am besten beschreiben. Ja. Ja, nämlich auch im eigenen Leben. Weil im Leben des anderen haben wir alle eine Lösung parat. Aber nein, auch im eigenen Leben. Und auch in schwierigen Beziehungsfragen. Jetzt, wo er geheiratet hat, weiß er sogar, wovon er spricht. Und dem passieren tausend Sachen, die mich nach wie vor rasend machen würden. Der Kurtl kommt zum Beispiel eines Tages nach Hause mit einem Hund. So. Vielleicht nicht ungewöhnlich, nur bei ihm war es so, auf will haben oder Hund, eingetippt, leid's bei der Tür, Hund da. Und zwar großer Hund, fast zwei Hund. Jetzt, was wir nicht wussten ist, dass es sich bei diesem Hund um einen ausgebildeten Lawinenhund gehandelt hat. Sprich, dieses Tier war darauf konditioniert, bereits vergrabene Menschen wieder ans Tageslicht zu befördern. So, jetzt haben die exakt neben einem Friedhof gewohnt. Das kann man sich nicht vorstellen, wie es dort ausgeschaut hat. Allerheiligen war ein Schnitzeljagd. Das ist, ist das nicht der Oberschenkel von der Gudrun und du hast ihn so ins Nestel zurückgekickt irgendwie? Das für Anverwandten vier Kerzerl braucht, um das abzudecken, häufig. Der Kurtl zum Beispiel setzt sich in kein Arztwartezimmer. Zum Beispiel. Der kennt das Thema Warten beim Arzt, kennt er gar nicht. Obwohl das ja vor geraumer Zeit noch ein großes Thema war, wie lang darf ich warten müssen, dass ich nicht krank wäre beim Warten. Kurtl geht durch, fertig, geht durch. Ja, ist auch ganz pikiert, er fragt schon die Leute, die dort sitzen, sagt er, geht's es nicht, ne? Ja. Und ich wundere mich aber jedes Mal, dass der noch keine angefangen hat, der Gewaltige. Das ist so eine Will Smith-Antwort quasi. Ja. Nein, ist nicht. Und ich frage mich, warum ist das so? Und ich glaube, es liegt daran, der Kurtl mag Menschen, generell. Und das ist aber, glaube ich, gar keine schlechte Basis für ein gelungenes Zusammenleben. Ja. Und er kennt sie auch. Und sie kennen ihn. Also den Kurtl kennt man. Den Kurtl ruft zum Beispiel an, ein gewisser Sektionschef stanzt die Hodenberg. Ja, von seinen Freunden auch liebevoller Eierbär hinein. Das ist ein ganz wichtiger Mensch in der dritten Reihe in dem Land, so ein Ortswichter mit Stecktuch und Siegelring. So wie der Mara, nur die Generation davor, weil die Klonen, die werden ja nicht weniger. So. Der Hodenberg sitzt in seinem Ministerium, der kehrt dort zum Inventar, den bringen wir dort alle nicht mehr weg. Zugedeckt mit keiner Arbeit. Von Ilken. Von Ilke? Rufen Sie mal Herrn Kurt an. Dringend. Ja? Durchstellen. Kommt ja Kurt. Sektionschef Stanz, die Hodenberg am Apparat. Was können wir für Sie tun? Also ich habe angerufen, sowas Blödes. Ja, na, heute geht's zu. Ja. Herr Kurt, folgendes Problem. Mein lieber Freund, Primat Dr. Dr. Schneidinger, ich weiß, Sie kennen ihn freilich, der der Gini die Brüste gemacht hat. Ja, wenn was verrutscht, nur kommen wir, schieben das zurück, das ist keine Sache. Der Primat hat folgendes Problem. Der Primat hat beim Zurückschieben mit seinem Jaguar unter den Randstein duschiert und hat sich die Felge komplett zerkratzt. So. Und fahren wir am Donnerstag schafft die Endstyle-Klassik. Was glaubst du, kann der Primat nicht da tanzen, die Spoten am Primat. Sonst fälsch holen sie die Felge und bügeln sie den Schaden aus. Und nehmen bei der Gelegenheit auch gleich mit den Wagen von seiner Frau, der Hilde. Die hat sich jetzt nämlich einen Tesla gekauft. Und da hängt der Aschenbecher. Ja? Die Alte ist komplett fertig. Die Hilde ist außer sich. Weil sie sagt, sie kann nicht mehr fahren. Sie war ganz fertig, weil sie gesagt hat, Hodi, hat sie gesagt. Ich bin jetzt dreimal ums Auto gegangen, ich finde keinen Auspuff. Hab ich gesagt, Hilde, siehst du den Schornstein von diesem Braunkohlekraftwerk? Das ist der Auspuff von deinem Tesla. Sehen Sie,
Sehen Sie? Und das sind im Kurtl seine Geschäfte, die aber der Rechnungshof nicht kennt. Ja? Und darum ist es ein Geschäft. Und das Schöne ist, der Kurtl ist ein Handschlagmensch. Und das ist das Schöne für mich als Freund, dieses Wissen, dass es da draußen in dieser veräppten Ellbogenwelt noch einen gibt, der völlig analog funktioniert. Ja, der morgen noch dasselbe ist, von dem du dich gestern verabschiedet hast. Weil wenn der Kurtl sagt, er kommt, ja, dann kommt er. Du weißt nicht genau wann, ja, und dann nicht genau wie, aber du kannst dir sicher sein, es kommt der Moment in deinem Leben, wo am Horizont zwei Lichter auftauchen. Out of the dark. An einem Auto, in dem der Kurtl sitzt. In dem Fall war es ein knallroter Tesla, der Aschenbecher von der Hilde, was ich aber damals noch nicht gewusst habe. Und ich denke mir, es ist alles ungewöhnlich, es muss der Kurtl sein, es steigt weißer Rauch auf. Also entweder das Wagel brennt oder wir haben einen neuen Papst. Was anderes wäre mir nicht eingefallen. Wo ist ein Kurtl seine E-Zigarette, die so aussieht bloß, nicht aus dem Wagen. Vor der Herr kehrt um, bleibt stehen, sage ich, Kurtl, bist du deppert, ich glaube, du brennst. Sag ich, man hört dieses Auto überhaupt nicht. Sagt er, ja, drum gib mir Rauchzeichen. Sag ich, Kurtl, von wem ist der Wagen? Sagt er, frag nicht, steig ein. So, ich steig ein, setz mich hin und spür, da liegt was am Sitz. Und zieh unter dem Popo hervor, so in ein ganz dickes Plastik eingeschweißt, so ein blutigen Fleischklumpen, sehr hässlich. Sag ich, pfui Teufel, Kurtl, sag ich, was ist denn das? Sagt er, ah, siehst, gut, dass du das sagst, ist ein Spenderleber. Ja, die braucht der Primar Schneidinger, ich glaube, die baut er heute neu. Sag ich, na, gehört das nicht in der Köhtaschen? Ja. Da ist ein Bier drin. Ja. Ja. Aber der, den die Leber gehört, der wird's verstehen. Spüren Sie das? Spüren Sie das? Ja, bitte. Hat eine andere Wahrnehmung. So, jetzt sind wir gefahren mit dieser Spenderleber. War natürlich in der Sekunde ein Sondertransport. Und fahren auf dieser Autobahn, also wir gleiten auf der Autobahn, muss ich ja viel mehr sagen. Ich bin ja noch nie mit sowas mitgefahren. Es ist eine andere Dimension des Reisens, muss man ganz offen sagen. Wir gleiten auf der Autobahn und werden wir immer langsamer. Immer lang, wir werden immer langsamer. Sag ich, Kurtl, wir werden immer langsamer. Merkst du das nicht? Wenn ich das Fenster aufmache, kann ich bei der Leitschiene auch tauchen. Ist ja sehr langsam. Ja. Wenn wir nur langsamer sind, brauchen wir einen Parkschein. Ja. Da haben wir hinten auf der Stoßstange mehr tote Fliegen picken als vorhin. Ja. Völlig egal. Völlig scheißegal. Ja. Wenn ich die Powerbank von meinem Handy in den Tesla einlade, stehen wir heute noch auf dieser Autobahn. Ja. Mit Ach und Weh schaffen wir es zur nächsten Abfahrt, fahren dort ab, wie der Name verrät, und rollen dann aus und bleiben stehen im hüfthohen Gras, wo du normal nicht stehst, weil du nicht bei der Gemeinde in der Mähabteilung bist. Exakt neben einer Kur, die ist aber unbeeindruckt von diesem herrlichen Gefährt. Kurtl springt sofort aus dem Auto, geht hinter in den Kofferraum, holt ein 6 Kilometer langes Verlängerungskabel, rennt in die nächste Ortschaft zu einer Trafik und kauft dort eine Stange Strom. So, und dann sind wir gestanden. Und ich mag das ja. Ich gebe es zu, ich mag das ja. Wirklich, ich bin auch einer von wenigen Menschen, die rote Ampeln mögen. Weil, warum? Man ist den ganzen Tag am Laufen und auf einmal kommt ein rotes Licht und bremst dich ein. Und schenkt dir 20 Sekunden, 30, vielleicht eine Minute für einen Gedanken, den du sonst nicht hättest. Ja. Und der Tesla lädt 6,5 Stunden. Also da kannst du große Gedanken anreißen, da musst du nicht sparen. Wir haben große Themen angerissen, zum Beispiel große Fragen sind uns gekommen, zum Beispiel, was fällt mir, genau, zum Beispiel, warum saugen die Servietten in ein Eisgeschäft nicht? Hat man bis heute noch keiner beantworten können. Ja? Ich habe immer das Gefühl, wie ich mich mit einer Alufolie ab. Warum ist das so? Oder warum ist der Magnet männlich? Weil wenn er weiblich wäre, wüsste er nicht, was er anzieht. Ja, den kann man auch so schneiden. Aber ich hab dann ein schlechtes Gewissen bekommen. Genau sowas. Wegen dieser Leber, habe ich gesagt. Kurtl, wegen dieser Leber gehört die nicht irgendwie zurück in eine Kühlkette oder kann man die einbauen, wenn es Medium ist? Und der Kurtl sagt, ja, die Gini ist am Weg, seine Frau, die Gini. Gini holt die Leber, die hat noch ein Vorstellungsgespräch. Das hat mir ein bisschen stutzig gemacht, weil ich gesagt habe, dass das noch gibt. Wer macht noch Vorstellungsgespräche? Gibt es keine Vorstellungsgespräche mehr? Zudem, die Gini ist Religionslehrerin. Seit wann haben die überhaupt ein Vorstellungsgespräch? Die reden seit 2000 Jahren denselben Text. Was will die jetzt?
Das soll die anders machen, haben sie nicht gekreuzigt bei ihr. Also das geht ja nicht so. Sag ich, außerdem einen Beweis, aber ich habe genau gesagt, Kurtl, ich war nämlich, ich habe einen Beweis, ich war nämlich beim Obi einkaufen, das darf ich nicht sagen, ich war in einem großen Baufachmarkt, war ich einkaufen, also beim Obi, wurscht, das haben sie, ja, sie waren nicht drauf gekommen. So, ich war beim Obi, also habe ich es viermal gesagt, also ich war beim Obi einkaufen und mein Obi hat gleich links, wenn man reinkommt, ein Informationspult, das seinem Namen nicht gerecht wird. Und hinter diesem Informationspult sitzt ein Leiberl. Gegen sein Willen, das spürst. Das spürst schon beim Hingehen, der will dort nicht sitzen. Ja? Bei genauerer Betrachtung merkst du, er will ja sonst nirgends sitzen. Ja. Und ich frag dieses Leiberl in Ermangelung von einem Zweitleiberl, sag ich, entschuldigen Sie, haben Sie auch Katzenkopfpflaster? Schickt mich der in die Kleintierabteilung. Ja? Es gibt keine Vorstellungsgebiete. Der ist ja noch durchgerutscht. So. Und dann sind wir gesessen. Und ich habe das wirklich sehr genossen, diesen Moment. Weil dann sitzen wir da, wissen Sie, und ich schaue dann so rüber und sehe den Tesla neben der Kuh stehen. Und denke nur so für mich, das Neueste, was den Menschen eingefallen ist, dieser Tesla, ist so der letzte Schrei zur Zeit. Und ich glaube, mit der Kuh war ich schneller in Graz. Ja. Wer so eine Kuh mit Hamwe und Rückenwind an 60er bringt, die zusammen. Sicher. Ja, ja. Schneller darfst du nicht mehr fahren. Ja. Ja, auch mit dem Tesla fahren wir ja, könnte ganz schnell fahren. Fahren wir auf der Autobahn, wollten wir 100, nein, fahren wir 100, wir fahren nur mehr 100. Auf den Autobahnen, nicht? Wegen Umweltschutz, logisch. Ne? Das sind diese Überkopfwegweiser, diese, kennen Sie, die immer dann blinken, wenn es das recht eilig hast. Dieses IGL, Emissionsgesetz Luftschutz. Ja, in Graz fahren wir überhaupt nur 80 auf der Autobahn. Ja, da steht lang. Also auf Graz Autobahn 80. Da überholen sie dann eben auf der Bundesstraße mit einem 100, aber da ist wurscht. Nicht? Da teilt sich die Luft, das siehst du sogar beim Umschauen. Das, ah ja, 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 ja. Ah, jetzt sehe ich es auch. Ja, genau, ja, ja. Wenn in Spielberg die Flieger fliegen, ist es auch wurscht. Oder wenn dort ein Autorennen ist, ist es auch wurscht. Dann fahrst du weiter nach Deutschland, da darfst du 300 fahren mit dem Auto, wenn es das hergibt. Nicht? Weil die zahlen den Wahlkampf, da wird nicht viel geredet. Also, ich glaube, das heißt eher Interessensgemeinschaft, Luftschutz, dieses Gesetz. Nicht? Ja, aber so sitzen wir da und ich beobachte das und denke mal, das ist ja gar nicht unser Geschäft. Das überlegen sich andere. Dafür gibt es ja Klimagipfel, die sich überlegen, ob das Sinn macht. Und das ist auch ein schönes Ding, für einen Klimagipfel starten mittlerweile 1500 Privatjets, dass sie die treffen. Ne? Da war schon viel geschenkt, wenn die daheim bleibt, das muss man ganz offen sagen. Ne? Und beim letzten Klimagipfel war es besonders charmant, das ist eine schöne Anekdote, die haben ja, da hat ja Tesla eine ganze, wie sagt man, eine Flotte an Wegen zur Verfügung gestellt, dass die Herrschaften sehen, wie toll diese Dinge zu fahren sind. Und in dem Hotel, wo die dann alle gewohnt haben, wo sie hingefahren sind, konnte man aber nur 3 Tesla laden. Jetzt haben sie dort Dieselaggregate aufgestellt, mit denen sie die Tesla... Und da spürt man, die haben verstanden, worum es geht. Das ist ein gutes Gefühl, wenn sie die Leute treffen und über die Zukunft philosophieren. Ja. Ja, und darum muss ich sagen, ich weiß ja gar nicht, was ich noch erzähle. Also privat, da kann ich reden, was ich will. Das ist ein geschützter Arbeitsplatz, also Arbeit, ein geschützter Raum. Aber privat, ich erzähle gar nichts mehr. Ich würde zum Beispiel nicht mehr erzählen, dass ich wohin geflogen wäre. Gar nicht. Heißt Flugschemen, gibt schon ein Wort dafür. Ne? Sagt, ja, wir waren auf den Seychellen, Drecksau. Ja, kann da passieren. Ja. Ist nicht leer. Also ich weiß gar nicht, was könnte man heute noch erzählen, wo du mit gutem Gewissen auch damit rechnen kannst, dass der andere sagt, jö, schön, ne? Gar nichts, nichts. Skifahren ist das Leibwands, die haben wir jahrelang gesungen, von denen sind wir ganz weit weg. Nicht? Von Thema Umweltschutz und Skifahren, vergiss es. Skifahren, ja, aber nicht um jeden Preis. Und schon gar nicht, was das Thema Umweltschutz angeht. Und da habe ich meine Familie überrascht. Ja, und ich bin nach Hause gekommen und sage, Urlaub wird anders ausschauen, ihr Lieben, in Zukunft. Wir machen ganz anders Urlaub, auch im Sinne des Umweltschutzes. Wir campen. Genau. Und genau so haben die auch reagiert. Haben sie gesagt, ah, okay, ja, ich sage, na, nicht mit dem Zelt, das gebe ich zu, da fehlt mir die Zweidrittelmehrheit, also Zelt geht gar nicht. Habe ich gesagt, nein, mit dem Wohnwagen. Und bin jemand, der Nägel mit Köpfen macht und sagt, zack, zack, das ist unser Wohnwagen. Habe einen Wohnwagen gemietet, ja, weil kaufen war gestern, Besitz, besitzt. Und gehen dort auf den Platz und mieten diesen Wohnwagen. Großer Wohnwagen, also gebe meiner Frau recht, es ist eng, das gebe ich zu. Also einmal am Tag ziehst du aus und deinen Partner an bei der Gelegenheit, aber irgendwann gewöhnt man sich daran. Und der Vermieter dort sagt noch zu mir am Platz, sagt er, sind Sie schon einmal gefahren mit so einem langen Anhänger? Habe ich gesagt, guter Mann, ich bin Ingenieur. Ja. Ich kann die Frage nicht verstehen. Ja. Und die haben gehabt bei der Einfahrt so eine Leichtreklame, Wohnwagenverleih Gruber, haben Sie jetzt nicht mehr. Ja. War im Schwenkbereich, war bei Ihnen schön. Und
Da sind wir schon beim ersten Fachvokabular. Der Schwenkbereich. Das habe ich lernen müssen, das lernt man sehr rasch. Wenn du den hinten, den Wohnwagen hängt am Auto hinten dran und wenn du vorne im Auto nur ein bisschen lenkst, der schert hinten aus, das ist gewaltig. Und du hörst gar nichts im Auto. Wenn die Musik laut rennt, kriegst du gar nichts mit, wie der da hinten zusammenrappt. Du musst dann wirklich alle Räder mal stehen bleiben, dass die ganzen Radlfahrer, Kinderwegen und Wahlplakate wieder abbrekeln, die du im Kreuzungsbereich geerntet hast. Und darum zwei Sachen, die wirklich von Bedeutung sind beim Fahren mit einem Wohnwagen. Das erste ist einmal, innen alle Kasteln zu. Und zwar fix zu. Also am besten versparkst und mit einem 5-8er-Staffel gegenspreizt. Weil sonst hast du die erste Bodenwelle, das geht alles auf, liegt in der Mitte leicht zusammengerammt. Das will man natürlich vermeiden. Und das Zweite ist, und das schwänzen leider sehr, sehr viele, da bin ich sehr pedantisch, sind die Außenspiegel. Ja, und nicht die normalen vom Auto, sondern diese Aufsatz-Außenspiegel. Und die können nicht nur gekauft und mitgenommen, sondern auch montiert und eingestellt. Und da trennt sich der Weizen von der Spreu. Darum zeige ich das kurz. Also hier ist das Auto, hier der Wohnwagen. Ich glaube, es ist sehr schön dargestellt. Damit die Deichsel, da steigt man öfter drüber. Das gefreut die auch irgendwann einmal. So, und dann ist dieser Spiegel und dieser Aufsatz-Außenspiegel. Dann steigt man ein. So, dauert keine Minute. Ich erkläre das kurz. Sehr wichtig. Tür zu, Fenster auf, so. Entschuldige, ganz gut. Puppi, was denn, Schatzi? Schatzi, was? Papa stellt nur noch die Spiegel ein, dann sind wir weg. Hm? Wo bist du? Im WLAN. Na dann nutz das. So. 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 Und dann sitzt man am besten gerade, wie man halt sitzt. Ah, genau. Und dann stellt man den so ein. Entschuldige. Na. So. Okay. So. Und zwar, dass man hinten das Eck vom Heck sieht. So, das passt. Sag ich so, Andreas Schatz, bist du lieb, gibst du mir das Fenster mal runter, bitte? Und gibst mir den Spiegel ein bisschen auf. Nicht den, der ist angeschrauft. Woher soll man es wissen? Da. Affe. Rauf. Schatzi, birg nicht Schirm, das ist ein Kugelgelenk, das spürt man doch. Ein bisschen Gefühl. Runter. Passt. Aus. Links. Das andere links. Na, Schatzi, diskutiert irrsinnig gerne mal nicht über links. Wirklich nicht, nein. Nein, es gibt nicht dein links und mein links. Es gibt nur ein links. Warum? Weil wir in dieselbe Richtung schauen. Es ist ganz einfach. André, auf der ganzen Welt ist links. Warum nicht da in dein Auto? Left. Ich muss das Eck vom Heck sehen, nicht deins, das vom Wohnwagen. Ich muss, wenn ich da reinschaue, das Eck vom Heck sehen. Puppi, bleib im Internet. Ich muss das Eck vom... Es ist völlig unerheblich, was du in dem Spiegel siehst. Völlig, ich muss, nicht ich. Selbst wenn ein Chihuahua da sitzt, muss, wenn der Chihuahua, wenn er in den Spiegel rein, muss er das Eck vom... Warum die Frage überhaupt, warum? Weil ich das Lenkrad nicht um mich stecken kann, ist ja kein Fahrschulauto. Also tausch mal. Andrea, bitte da. Nein, es ist kein Grund zum Streiten. Bitte, tausch, setz dich du einmal daher, dass du siehst, was ich meine. Es ist ganz einfach. Puppi, bleib im Internet. So, ich gehe da rüber, du gehst vorne vorbei, genau, und ich steige über die Deichsel, weil mir taugt das wahnsinnig so. Und jetzt okay, stecke ich da ein, genau, so, Tür zu, bitte zu, Tür, genau. Das spürt man ja, so. Tür zu, genau, so. Genau. Und jetzt sag mir bitte, was du... Nicht den angreifen, der ist schon eingestellt. Das kann man, das ist gut. So. Sag mir bitte, was du in dem Spiegel siehst. Ungefähr. Wohnwagen, welchen? Unseren? Den weißen, das ist er, genau, den nehmen wir. So. Und, aber vom Gefühl musst du doch ein bisschen... Und vom Gefühl schieben wir nicht zurück. Absolut richtig. Passt schon. Wird überbewertet, steigen wir aus, sonst sind wir geschieden, bis wir wegfahren. So, wir sind aber nicht die Einzigen, die kämpfen, weil da hinten steht ein älteres Ehepaar. Da möchte ich sie mit Handzeichen begreiflich machen, dass er in die andere Richtung einschlagen soll. Aber er sieht sie nicht. Sie steht exakt im toten Winkel. Besser kann sie nicht hinstellen. Er braucht so ein Auge, das hat er aber nicht. So. Und er sieht sie nicht. Aber er sieht sie schon 30 Jahre nicht. Also das ist gewinnt. Die arme Frau Teiters gab es über den toten Winkel wiederbeleben da hinten. So. Ich verabschiede mich vom Vermieter, sage ja, auf Wiedersehen, schönen Urlaub. Bitte, wir fahren auf Urlaub. Das habe ich vergessen. So, genau. Ich steige ein ins Auto, so, das Ding, den Spiegel herum, so, man steigt ein, Tür zu, Frau an Bord, Kind an Bord, haha, Puppi, wir verlassen den WLAN-Bereich, ja, jetzt fängt der nächste Lima, Freddy. So. Ich starte erster Gang, wir rollen da raus. Und ich muss Ihnen sagen, wie sage ich das jetzt?
Ich glaube, es war einer unserer, nein, es war unser schönster Urlaub. Ja. Fix, es war unser schönster Urlaub. Ja. Meine Frau wird jetzt ganz was anderes sagen, die ist aber nicht da. So. Nein, es war großartig, weil ich habe keinen Wohnwagen gemietet, ich habe ein Raumschiff gemietet. Ja, aber diese Dinge sind ja formvollendet. Wir haben ja Dusche, Bad, Klo ist an Bord. Wir haben einen begehbaren Schrank an Bord. Wir haben eine Klimaanlage am Dach und die kühlt. Mein Lieber, die war auf Draht. Wir haben innen Eis geschert im Wohnwagen. Wir haben drei Tage nur mit dem Haberl gefrühstückt, weil es so kalt wird. Dann irgendwann habe ich den Kühlschrank offen lassen, dass es ein bisschen wärmer wird im Raum, dass es überschlägt. Wir haben eine Gasanlage, wir sind völlig autark. Wir können wurscht, was uns gefällt, einfach nur stehen bleiben. Also wir könnten, weil meine Frau will das nicht, aber wir könnten. So. Und dann haben wir noch einen Mover. Mover haben wir auch. Habe ich nur gleich zum Vermieter gesagt, sage ich, den Mover habe ich gesagt, den können Sie gleich abschrauben. Wo ist er? Da. Können Sie gleich abschrauben, weil das ist was für Warmduscher. Das ist für Leute, die nicht zurückschieben können mit einem Wohnwagen. Als Techniker muss ich sagen, Mover großartig. Ja, wer es nicht kennt, keine Schande, ich kannte es auch nicht. Mover sind zwei Elektrostellmotoren, ja, so groß wie ein Schuhkarton ungefähr. Und die sind unten am Rahmen des Wohnwagens montiert, vor oder hinter der Achse, wahlweise, wurscht. Und dann hast du eine Mover-Fernbedienung. Und mit der kannst du die Motoren an die Reifen andocken lassen. Und dann hängst du ab und hast du einen Joystick und fährst mit dem Wohnwagen alleine spazieren. So. Ja. Setzt dich auf die Deichsel und fährst nach Salzburg. Macht kein Mensch. Aber da muss ich ehrlich sagen, das ist für mich zu viel. Das hat für mich mit Campen nichts mehr zu tun. Weil Campen ist für mich eine Philosophie. Es ist ein Runterreduzieren. Ja. Es ist ein Draufkommen, was ich alles nicht brauche. Und ich brauche nichts. Nichts. Ich habe zwei Leiberl, zwei Hosen, zwei Paar Schuhe, Jacke, Haberl, Handschuhe, fertig. Mehr brauche ich nicht. Und mehr Platz habe ich auch nicht gehabt für meine Sachen, muss man sagen. Weil den Rest haben meine Damen zugeschlichtet, da. Ich glaube, wir kommen nie mehr heim. Also das war, ich glaube, der Westflügel im Wohnwagen war reine Kosmetikabteilung. Nur Kosmetika. Mit Sachen, die ich nicht einmal aussprechen kann. So was ähnliches wie Concealer. Noch nie gehört. Der letzte Concealer, den ich kenne, war ein Austria-Tormann. So, dann ist vorbei. Nicht gewusst, dass man sich den ins Gesicht schmieren kann. Also, wir haben Concealer, wir haben Tagcreme, Nachtcreme, Zwischendurchcremel. Wir haben Lid auf, Lid zuschalten. Wir haben Geräte, die Wimpern gerade bügeln. Das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Ja, einen Haarföhn, der ca. 3000 Watt, da kannst du eine Luftburg aufblasen mit dem Gerät. Haben wir alles mit. Alles mit. Wir haben Sonnencreme von 0 bis 6000, da wirst du weiß beim Liegen. Das ist unglaublich. Ja. Unglaublich. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn wir so einen Fotodruckautomaten auch noch reinstellen, dann ist es eigentlich eine DM-Filiale, die am Wagen hängt. Ja. Unser Gespann, ja, war Auto und Wohnwagen 15 Meter lang. Für eine Stadtbesichtigung wertlos. Nicht einmal in Moskau, wenn keiner daheim ist. Das kannst du nur geradeaus fahren. Ja, und das nicht schnell. Das nicht schnell. Wir fahren Wien, St. Pölten, fahren wir zwei Tage. Einmal schlafen. Ja. Du hast alles gesehen. Und sonst haben wir ja auch, fürs Auto dann noch gekauft eine Dachbox, dass wir beim Platz haben. Die Dachbox, die gibt es in Small, Large, X-Large und unsere, die hängt seitlich über. Und die war voll. Und auf der Dachbox drauf drei Fahrräder haben wir mitgehabt. Oben drei Räder, bis Sickertskirchen waren die Radeln oben. Ja, weil dort haben sie die Unterführung nämlich falsch beschriftet. Das weiß ich jetzt auch. Hängen heute noch in den Kleinen, aber die haben es dann eh nicht gebraucht. Sonst habe ich alles dabei. Ich habe drei Stand-Up-Paddle mit, zum Beispiel. Ja, weil ohne Stand-Up-Paddle kein Urlaub mehr. Die habe ich jetzt im Winter auch schon mit. Dann, was haben wir? Eine Heuregen-Garnitur, wenn es gemütlich ist. Ne? Eine zweite, wenn es ganz gemütlich ist. Dann immer die eigene Grillkohle. Da keinen Brennpunkt. Nie mit fremdem Material grillen. Nie. Ich habe 150 Kilo Grillkohle mit. Ne? Ja. Da kannst du einen Hammel aufschlagen, wenn ich überkomme. Ne? Schweißbrenner zum Anheizen, dass das gleichzeitig heiß wird. Also, die 30er-Zone am Weg war nie Thema bei uns. Ja? Unser Thema war vielmehr diese 7,5-Tonnen-Beschränkung, die uns wirklich da und dort zu einem Umweg gezwungen hat. Und einen solchen hatten wir an der Ostsee oben, bei Kiel, Eckartförde da oben, ne? Ganz an der Ostsee da oben, in Obertrampenkamp. Genau, in Obertrampenkamp. Da schauen die Leute so aus, wie die Ortsdorfe klingt. Also, da willst du nicht einmal tot über einen Gartenzaun gehängt werden. Und das Navi hat uns aber dorthin geleitet und ich bin auch nachgefahren dem Navi. Und muss ich aber sagen, ich habe auch schon Zeitungsartikel gelesen, ja, wo jemand dem Navi nachfährt und plötzlich versinkt er im Gatsch. Du sagst, na, das muss ein schöner Trottel sein. Ne? So, wenn du das selber bist, liest sich dieser Artikel ganz anders. Ganz anders.
Ich fahre dem da, also ich fahre dort nicht und Ding. Also ich sage zügig, meine Frau sagt schnell, aber die hat da falsche Wahrnehmung. So. Und ich fahre auf dieser dreispurigen Straße, ja, die urplötzlich halbspurig wird. Und wo normal nichts ist, ist ein dichtes Buschwerk und wir ziehen da einen in diesen Busch und das beutelt uns da rein. Ja, die bin ich sofort am Bremsen, da langsam bremsen. Du kannst ja nicht auf einmal bremsen. Langsam bremsen, weil hinten die Tonnage natürlich, die Lockenwickler und das, das taucht ja hinten an. Nicht so. Langsam Ding, so, das Buschwerk kommt immer näher, näher, näher. Ich bin langsam am Bremsen. Hinten dieser Obertrampen, Kammbach, meandert da schon ganz gefährlich in meine Einflugschneise. Nicht? Auf einmal, fatz, hat es meinen linken Spiegel aus sich gefetzt. Puff, war der rechte Weg. Nicht, für das hätte es nicht einstellen brauchen, die Spiegel. Also, ich langsam am Bremsen, 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 meandert immer weiter der Fluss daher und auf einmal rechtzeitig. Vor uns ein Fähnchen. Sag ich, so, was ist da? Sagt die Kleine, kein Empfang. Sag ich, Puppe, wer braucht einen Empfang? Wir sind mitten in der Natur, Schatzi. Ha? Schau mal, das ist der Obertrampen Kampach, der da gerade durchs Auto rennt. Ha? Ich gelesen, da gibt es eine ganz seltene Schmetterlingspopulation, Schatzi. Ha? Steige mal aus und mach ein Foto von so einem Viech. Schickst es deiner Lehrerin, die wird begeistert sein, wenn du in den Ferien so motiviert bist. Sagt die Kleine, steck das sicher nicht aus, Papa. Es sind 4 Milliarden Tonnen Gelsen in dem Dschungel. Außerdem gibt es kein WLAN, ich mag heim. Sag ich, wieso magst du in ein Heim? Sag du auch was. Puppi, wir sind mitten in der Natur, da ist halt eine Gelse, sei nicht so verweichlicht. Außerdem, schau mal her, siehst du aufs Navi vor, Schatzi? Schau mal, da ist ein Fähnchen abgebildet. Und vor unserem Auto steht auch ein Fähnchen. Das heißt, wir sind am Ziel. Sagt Andrea, nein, das heißt, wir stehen auf einem Golfplatz. Fähnchen ist Fähnchen. Nein, unser Fähnchen wäre erst in 6 Kilometer Entfernung gewesen. Aber mehr als sagen kann man dir halt was nicht. Sag ich, wieso, was hast du gesagt? Naja, genau das habe ich ja gesagt. Sag ich, was genau hast du gesagt? Wie gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass wir mit diesem Gespann da vorne wieder irgendwo rauskommen. Sag ich, das hast du aber so nicht gesagt. Also bitte, und wie habe ich es dann gesagt? Sag ich, du hast gesagt, Straße, schau, yeah, Oleander, Sag ich, das hast du gesagt. Sag ich, außerdem, das Navi zeigt dir, dass hier eine Straße ist. Sagt sie, nein, das Navi zeigt einen Weg. Entschuldige, der Strich ist doch keinen Millimeter dick und auch nicht mit Farbe unterlegt. Sag ich, das ist doch Wortklaverei. Wie soll denn der Satellit das erkennen, wenn der Dreck so verwachsen ist? Sag ich, mir selber schon nix. Sag ich, Papa, müssen wir da jetzt wohnen? Sag ich, nein. Bubi, jetzt wein nicht. Jetzt warnt die Kleine, weil du so umeinander blärst. Nein, Bubi, brauchst nicht weinen. Es kann dir gar nichts passieren. Der Papa ist dabei. Und dein Vater ist Ingenieur. Ja, der Ingenieur hat einen Plan. Ja, Punkt 1, schauen wir einmal. Ne? Geht die Tür nicht auf. Ne? Ich werde umdrehen bei den Fähnchen. Ne? Bist du wahnsinnig? Du kannst mit diesem Gespann nicht am Golfplatz umdrehen. So wie wieso, die haben auch so Wageln. Ne? Die verhaften uns. Sie gehen dann, schieb zurück. Puppi, schieb der Papa zurück. Ha, Schatzi, schieb zurück. Das habe ich gelernt, bitte. Das habe ich gelernt vor 26 Jahren. Oh. Am Billa-Parkplatz in Erlenkbach. Mit 2 Außenspiegel ohne Vegetation. Was denn, vor 26 Jahren habe ich das. Sag ich, Puppi, vor 26 Jahren habe ich das gelernt. Ha? Da habe ich deine Mami noch gar nicht gekannt. War nicht alles schlecht. So. So. Gut, bevor ich jetzt aber,
Bevor ich jetzt zurückschiebe, werde ich trotzdem kurz aussteigen und schauen, ob hinter uns nicht der Deutscher eingepackt hat. Ja? Mit denen traue ich alles zu. Bleibt ihr im Auto, ich werde kurz schauen, ihr streitet nicht. Gibt's immer so aggressive Vegetation in den Land? Das geht schon. Du brauchst eine Figur wie ein Herbstblau. Da bist du da. Warte, na, den Spiegel jetzt mal bei Scheo gerissen. In der Kleinglas drin. Ah, da steckt der Ost im Wohnwagen. Zurückschauen kannst du vergessen. Das ist ein Güssen. Das sind ja Amseln, hörst du? Das ist ja eine Drohne, hörst du? Gut, dass die Kleine nicht ausgestiegen ist, wie das Blutle noch den Stich von so einem Gerät. Okay, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, diesem Inferno zu entkommen. Ich kann nur abkoppeln und mit dem Mover zurückschieben. Ja? Sag ich mal so, wenn ich in der Lage ist, mit seinem Wohnwagen gespannt zurückzuschieben, das kann schon passieren. Ist aber nichts, was man zu Hause erzählt. Schon gar nicht ein Kurtel, es bleibt unter uns. So. Ich schlurfe beim Auto seitlich vorbei, es ist wahnsinnig eng. Hinten ist die Mover-Fernbedienung im Wohnwagen, sag ich, spült's da mal was? So, Ding. Hinter zum Wohnwagen, sie merke, es ist wahnsinnig eng, weil da ist der Wohnwagen und da ist das Gebüsch. Ja. Ich glaube, das spüle ich sehr gut. So. Bin schon bei der Tür. Sie machen Spalt auf, schau rein, alle Kasseln offen. Hat keiner zugemacht. Es liegt alles in der Mitte. Gut, wird ignoriert. Wurscht. Mache ich später. Greif rein, da ist so ein Facherl und suche diese Mover-Fernbedienung. Die müsste nämlich hier liegen, wenn es nicht irgendwer verschleppt hat in der Familie und nicht mehr zurückgelegt. Und such auf einmal. Sticht mir Amsel ins Kreuz. Macht mir ein Kreuzstich, dass ich mein Unterleib nicht mehr spüre. Am Bademantel ziehe ich mich mit letzter Kraft in den Karawan rein, hinter mir die Tür zu dem. Gottes Willen, Gottes Willen, oh Gottes Willen. Oh, ich kann da nie mehr rausgehen. Die sagen mir aus, die Viecher. Ich hätte eine Rüstung mitnehmen sollen von zu Hause. Ich habe aber eigentlich gar keine Rüstung zu Hause, fällt mir ein. Ich hätte meine Daunenjacke mitnehmen sollen, da kommen sie nicht durch, die Leute. Aber wer fährt mit einer Daunenjacke auf so einem Urlaub? Und siehe da, die Andrea hat ihre Daunenjacke mitgenommen auf Sommerurlaub. Was für ein Glück. Die liegt da in der Marmelade. Zieh die Jacke aus der Marmelade, wisch grob ab. Zieh mir sie an, bedeutend zu klein natürlich, aber besser als nichts. Denke ich mir so, wie schütze ich mein Haupt? Ach, da liegt ein Druckkochtopf, den werde ich mir aufsetzen. Ich setz mir diesen Druckkochtopf auf und wickel zwei nicht aufgeblasene Luftmatratzen um die Beine, mein Gaffer, zugebunden, Taucherbrille, Schnorchel, geht schon. Jetzt kennen Sie mich Muscheln und die Küssen. So. Ich schlurfe raus aus dem Wohnwagen, jetzt sehr schwer, wird der natürlich massiger Auftrag der Helm, Sie können sich vorstellen. Schlurf nach vorne zur Beifahrertür, öffne selbige einen Spalt breit. Meine Frau erkennt mich nicht. Erschrickt und greift wie von einer Tarantel gestochen in die Mittelkonsole und haut mir eine ganze Ladung Pfefferspray ins Gesicht. Ja! Du bist so wahnsinnig, ich bin blind! Ein neuer Brüner, Schenkelgäser! Jetzt sagt sie mir, brüllst du uns bitte nicht an? Ich meine, geht's noch? Gib den Schnorchel aus dem Mund, kein Mensch versteht dich! Sag ich, wo ist die Fernbedienung von den Mover? Das ist für Warmdusche, hast du uns erklärt. Das geht's jetzt nicht. Braucht es die Fernbedienung von dem, sagt sie, in deiner Campinghose hast du sie eingesteckt. Sei nicht so nervös. Mit diesen 1000 Taschen, die Schirche-Hosen. Mach die dir zu, da geht's feucht warm eine.
Und den ersten Lager nicht erkannt, meine Frau. So. Hosen kann nie genug täuschen haben. So. Da habe ich es eingesteckt. Das weiß ich schon selber, wo ich meine Sachen habe. So. So, und jetzt für alle Ingenieure im Raum, jetzt steppt der Bär. So, jetzt wird es technisch. Jetzt habe ich diese Mover-Fernbedienung. Die hat sehr wenig Bedienungselemente, aber alle sind sehr wichtig. So, jetzt hast du nämlich einen Knopf, da steht on. Und wenn man den drückt, dann ist on. Ja? Und dann leuchtet eine Leuchtdiode. Die blinkt, warum blinkt die? Da blinkt die Ode, wurscht, wird ignoriert. So. Und dann hast du zwei Pfeile, um die Motoren an die Reifen andocken zu lassen. Und wenn man die gleichzeitig drückt, sollte man schon das leise Surren der Stellmotoren hören. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. I like to move it, 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 ja! Und ich verfehle und zurück und wow, 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 wow. Mmh. Muss denn der Schatz nicht hören? Wo steht der Mover-Batterie leer? Geil! Geil! Sowas darf ein Ingenieur nicht passieren! Und wie ich diesen Satz gesagt habe, höre ich, wie jemand aus dem Unterholz ruft: Was sind Sie ein Ingenieur? Sie sehen mir mal eher aus wie Darth Vader. Wie gesagt, einer, der steht wieder nicht knattert. Sagt, ein guter Mann, hier ist absolutes Fahrverbot. Hier ist absolutes Fahrverbot. Hier darf man nicht fahren. Sag ich, wer fährt? Sagt der, ach, ein Ösi. Hätte ich mir denken können, der Ösi. Hat das Schild nicht gelesen. Hat es nicht gelesen. Hat es nicht gelesen. Will das nicht lesen. Kann er gar nicht sinnerfassend lesen. Ne? Pisa minus 2, Völkchen von Millionen Idioten, hat euch Böhmermann zuletzt erklärt. Ne? Der Ösi, alles ganz bad Hütchen, hol oder roh. Ne? Holi, 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 holi. Nee, da hängen so viele Schüler, Moment, die alle gucken. Nee, nehmen wir uns einen schönen Schild, der aufs Gefällt. Ne? Guter Mann, ich sag's ihm Guten, ich sag's ihm im Guten. Hier ist absolutes Fahrverbot. Unser absolutes Fahrverbot. Wir operieren hier bei Hol 8. Ja, könnten Sie sich vielleicht vorstellen, bei Hol 9 weiter zu operieren? Und die drehen nur schnell um. Nee, da kann man gar nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich die Polizei rufe und sie hier mal wegbringen lasse. Hinten steht schon einer vor, vor. Sag ich, nein, ich hätte gern vorn. Aber dann nicht knattert und steht mir leider ein bisschen im Weg. Ne? Sagt ja, vor ist internationale Golfsprache. Das heißt, Achtung, da kommt ein Bällchen geflogen. Und wenn man das hört, legt man sich mal flach am Boden und hält mal schön die Händchen übers Köpfchen. Ne? Und ich sehe das Bällchen schon geflogen kommen. Und zwar mit einem Höllentempo kommt das Bällchen auf mich zu. Nur kann ich leider nicht mehr ausweichen, weil links habe ich ein Wurm und rechts ganz viel Gebüsch. Ne? Jetzt schlägt das Bällchen exakt in meinen Druckkochtopf. Ne? Was für ein Glück, dass ich mir Lappenhaube nicht aufgehabt habe. Ne? Das ist ein Gefühl, wie wenn du innen in der Bummerin stehst. Ich läute aus, gefühlte 20 Minuten. Komme zu mir und sag, Sackermanne. Und diesmal habt ihr jetzt erst geschossen. Sag ich, nimm dein Fähnchen und mach Meter, solange es noch gehen kannst. Ich steig ein ins Auto. Setz mich hin, erster Gang, Vollgas, sagt die Andrea, was machst du da? Sag ich, Herzi, wir slicen bei Hol 8. Wir haben da am Bunker eine gerissen in den Golfplatz. Den haben sie dann später im Plan einzeichen. Ja. 6 Kilometer in die andere Richtung, sag ich, wir wollen das nicht. Sehen Sie, und das ist Camping, wann ich von Campen rede. Ja. Weil Camping ist nämlich Abenteuer und Auszeit gleichzeitig. Und das hast du sonst nirgendwo. Ja, kann, da muss schon dein Hotel abbrennen, aber wer hat so viel Glück? So, und keine Stunde später, na, wir sind bereits am Campingplatz angekommen, der Wohnwagen ist bereits in die Waage gerichtet. Ich mach's dort schon längst gemütlich und baue unser Tischerl und Sessel auf und setz mich dann hin und da, wo die Bühnenkante abreißt, reißt dort die Geländekante ab. Und vor mir liegt die ganze Ostsee. Erste Reihe fußfrei. Ich nehme ein eiskaltes Bier, sitz, schau, und bin glücklich, ja.
Und meine Frau sitzt neben mir und die sagt, ach, glaube ich. Geht noch. Sehen Sie, und genau solche Gedanken sind der Grund dafür, dass ich versuche, jeden Tag meines Lebens aufs Neue neu zu beginnen. Ja, Reset vorm Aufstehen, ja, um dem Tag die Möglichkeit einzuräumen, vielleicht das Schönste meines Lebens werden zu können. Das gelingt mir sehr selten bis fast nie, aber ich bemühe mich. Ja, dass man mit Schmetterlingen im Bauch aufwacht und nicht mit Bockhändeln. Ja, warum? Weil ich diese Lebensmantras nicht mehr ertragen kann, die wir vor uns herrollen wie der Mistkäfer seine Kugel. Diese stets unreflektierten, immer selben Glaubenssätze. Dieses, was ist denn so ein schöner Glaubenssatz? Dieses, na kannst du eh nichts machen, ist einer der schönsten. Ne? Na kannst du eh nichts machen. Ja, da kannst du gar nichts machen. Ne? Na was sollst du machen? Was soll ich das machen? Na was willst du machen? Als Einzelner, okay. Da kannst du gar nichts machen, da bist du ausgeliefert. So, ich werde Ohrenzeuge einer Konversation zweier Damen. Sagt die eine zur anderen, sagt Stoscher Herz, gesagt, ein Schüssel Erdbeeren, ja, sauteuer, schmecken dann's noch gar nichts, einpackt sind's ins Plastik und zwei sind schlecht. Sagt ihr Freundin, was hast du dann gemacht? Sagt sie, na, gekauft hab ich's, was willst du machen, kannst du nichts machen? Was willst du machen? Du musst nichts machen. Menge ich mich ein, was mir an Träger geht. So reflektiert bin ich. Und sagte die Frau, ich möchte mich ja nicht einmengen, tu es aber. Sage ich, sie hätten sie auch nicht kaufen können, die Erdbeeren, Mitte Jänner. Schaut sie mich an und sagt, na was hätte da mein Schlager was gemacht? Sie müssen ein bisschen mitdenken, junger Mann, hat sie gesagt. Die jungen Leute denken halt alle nimmer. Und man sagt, es ist doch ein schöner Moment für den Satz, zum Unterschied vom Hirn meldet sich der Magen, wenn er leer ist. Ja, aber sie hat keine Schmerzen. Sie hat keine Schmerzen. Und wir bleiben bei dem kurzen Beispiel. So, jetzt kauft ihr die verpackten Erdbeeren. Und Verpackungen sind schlecht. Das suggeriert mir die Presse 2-3 Mal am Tag. Verpackungen sind schlecht. Ich möchte das nicht pauschalieren. Ich kenne Verpackungen, die finde ich teilweise nicht unpraktisch. Bierflaschel zum Beispiel. Ja. Was ist doch schlecht? Ich bin ja nicht der Diogenes, ich kann in kein Fass wohnen. Ne? Und dann, Sie müssen, ich habe den ganzen Tag Zeit, ich mache halt gar nichts. So, jetzt beobachte ich wahnsinnig gerne Menschen und am besten beim Einkaufen, wie sie andere beobachten. Weil da sieht man die Fehler, beim anderen sieht man die Fehler immer so schön deutlich. Und da stehen sie dort mit dem Wagel und schauen um und sagen: Tascha, Herr, die kaufen nur Kleberprodukte. Das muss ein armer Hund sein. Ja, das schon, die kaufen nur Bier und ja, natürlich, das sind reiche Leute, mein Lieber. Gut dafür, dass ich für ein Klopapier entschieden, mit denen hätten wir den Parkettboden angeschliffen daheim. Wahrscheinlich brauchen die kein Klopapier mehr, weil sie so gesund essen. Ne? Ja. Wenn man gesund isst, hat man kaum noch einen Rückstand beim Wischen hinten. Da kannst du dich anstauben im Schritt eigentlich. Ne? Ja. Willkommen in der ersten Welt, so gehen wir einkaufen. Und dann schaue ich dem, der mir an der Kasse vor mir wartet, über die Schulter und sehe, der kauft Wasser in Plastikflaschen. Das rinnt bei uns zu Hause aus der Leitung raus und man kann es trinken. Er kauft es in Plastikflaschen, hat einen Plastikkappel am Kopf und Plastikschuhe an den Füßen. So, jetzt denke ich mir, soll ich was sagen? Herrgott, und wenn ich nichts sage, bin ich dann tolerant oder am Tod des Planeten mit Schuld? 1000 Radl dran sind in meiner Zentrale. Das macht mich natürlich todmüde. Ich lege mich sofort zu den Erbsen ins Kühlfach und mache einmal einen Cooldown, bevor ich meinen Einkauf überhaupt fortsetzen kann, weil ich so fertig bin. Und dann schaue ich ins eigene Wagel und sehe 3 Tetra-Packel. Das geht ja gar nicht. Das ist ja Aluminium, Plastik und Karton zusammengeklebt für die Ewigkeit. Ich habe keinen Mantel ausgezogen und habe den Wagen dort verhüllt. Bin wie der Christo an der Kasse gestanden, dass mich keiner kennt. Und habe mir gedacht, ja, was soll ich denn machen? Ich kann mir das Joghurt ja nicht in den Mantel hineinschütten. Und bin draufgekommen, doch, man kann sich ganz gemütlich ein Joghurt in den Mantel reinschütten. Ja. Und habe dort vor Ort entwickelt den Einkaufsmantel. Ja, mittlerweile patentiert. Das ist ein dick gewobener Filzmantel mit 1000 Taschen innen und außen. Den näht der Heini Staudinger im Waldviertel. Der hat Zeit, Stoff und Leid mit Stoff und Zeit. Und da gehst, den hängst du dir um und gehst ins Geschäft und was du findest, schützt in den Mantel und zu Hause hängst du in den Kühlschrank. Das finde ich sehr praktisch. Und dann gibt es als Draufgabe den super Einkaufsmantel, der hat im Gesäßbereich hinten 2 Kochtaschen,
Ja, die funktionieren mit einem Solarpanel im Sommer und einer Gaskartusche im Winter, die so hämatomartig dahinter aushängt. Und da kann ich schon im Geschäft zum Kochen anfangen. Da kann ich mehr Zeit, nicht mehr Zeit sparen, Zeit sparen. Und da haue ich rein im Geschäft das Cocktailrindfleisch und da die Zwiebel und den Senf. Und beim Heimfahren presse ich das und reibe es zusammen. Und forme zwei Fleischlaberl und komme nach Hause und haue am Tisch und habe schon gegessen und fertig. Also das sind innovative Gedanken, aber der Rest ist schlecht und es ist krebserregend, es ist mühsam, es ist was nicht da, es ist alles ein Blödsinn. Da sitzen sie am Sonntag mit der Zeitung und sagen, das ist alles ein Blödsinn. Das ist ja alles ein Blödsinn. Also alles, was da drinsteht, ist ein Blödsinn. Gehe ich hin und sage, warum lesen Sie es dann? Sagt er, nein, jetzt haben wir es gestohlen, jetzt müssen wir es lesen. Nein. Mit jedem Tag meines Lebens komme ich mehr darauf, was ich alles nicht brauche. Ich will weder Tinder, noch will ich Twitter, noch will ich Telegrammen, Instagrammen, Mailen, WhatsAppen. Das ist ein Virus, dieses WhatsApp. Du hast kein WhatsApp. So wie du hast deine First vergessen. Ja, also wir können dir die Bilder nicht schicken. Sag ich, na, dann muss ich mir deine Scheißbilder auch nicht anschauen. Ja, das ist ja gut. Ich schaue mir nämlich die eigenen Bilder schon nicht an. Ja. Und dann weiß ich nicht mehr, wo ich hinfliegen kann. Ich schwöre, ich weiß nicht. Und dann muss ich wieder rauf in die Berge. Ich war früher viel mehr in den Bergen unterwegs. Hochalpin. Mit dem Kurtl gemeinsam. Also, gerade geht er nicht, der Kurtl, aber bergauf ist der Kurtl eine Gemse. Soll man nicht glauben. Ja, und wir waren viel unterwegs. Ja. Und das Schöne an den Bergen da oben ist, du merkst in der Sekunde, was du für ein kleines Würstel bist. Das ist ganz wichtig fürs Ego. Und zum Zweiten schaut die Welt da oben so zusammengeräumt aus, so friedlich. Und wir haben schöne Touren gemacht. Wir waren zum Beispiel am Pizpoin. Warst du schon beim Pizpoin? Ja, also für den ungeübten Bergsteiger, es ist nicht der Kallenberg. Ja, und es war auch nicht meine Idee, weil der Kurtl hat gesagt, na dann gehen wir. Und da war eigentlich dann eine wahnsinnig einschneidende Situation, weil da oben war dann ein Weg, also Weg ist das falsche Wort, das war so eine Schneise. Ja? Also so vielleicht so breit wie zwei Schuhe von mir, ja, und vielleicht waren eine 10, 12 Schritte lang. Und da ist es ewig weit nach unten gegangen, plötzlich. Und da ist es ewig weit nach oben gegangen. Und ich habe mich gar nicht traut, links runter schauen, weil sonst hätte mir der Rucksack so einen Teil gegeben, dass ich stürze. Und ich bin da oben gerade ziemlich mit dem Überleben beschäftigt und rufe dann nur rüber zum Kurtl. Der war schon drüben, habe ich gesagt, Kurtl, haben wir kein Seil mit? Der Kurtl gesagt, na, hast das du dran? Dann war es aus für mich da oben. Dann bin ich da oben implodiert, weil zum Explodieren war kein Platz. Sag ich mir, bist du mal? Natürlich hätte ich es getragen, du Vollidiot! Sag ich mir, da irgendwas ist, dann haut's wieder runter. Dann liege ich da unten. Wenn da irgendwo ein Stein liegt oder ein Schuhband geht auf oder ein Vogel, vielleicht eins von den Aasgeier, die schon ihr Trennspaterl umbunden haben. Sag ich mir, da irgendwas ist, dann liege ich da unten auf einem Stein, der meinen Namen trägt. Sag ich, was wie der heißt? Grabstein heißt der. Jetzt sammle ich ein Leben lang die Rabattmakel im Supermarkt. Damit es dann die Bergrettung mein Kadaver anfliegt. Und der Schwerkürtel, wenn ich es umschaffe zu dir, dann heute oben. Und wenn ich es nicht schaffe, dann verfolge ich dich bis zum Ende deiner Tage als grausliches Engel, als Schmutzengel. Ich spuck da ins Bier. Versalzt dir jede Suppe. Ich lasse dich in den Achseln schwitzen, wenn du eine Frau kennenlernst, dass er sie graust für dich und dich nicht mitnimmt. Und wenn sie dich mitnimmt, bin ich dabei und schlupfe euch gemeinsam unter die Bettdecke. Und wenn es soweit ist, Kurtl, dann häng ich mich unten ganz fest an deine Hoden, dass sie glaubt, du bist impotent. Kein Zigarettag verkehrt mehr ohne mich in dein Leben. Wenn es dann sitzt im Heim als greises Mandel und isst dein Breili, dann sitze ich daneben und kurz bevor der Löffel bei den Lippen ist, halte ich den Löffel. Und dann spanne ich den Löffel. Und dann lasse ich ihm aus, dass das Breile durch den ganzen Speisesaal fliegt. Jeden Tag mache ich das. Bis man dich wegschiebt von den anderen, weil sie sagen, wir wollen mit dem Herrn Kurti nicht mehr speisen. Der schmutzt so viel. Du schiebst in eine Kammer, wo du verreckst vor lauter Alase.
Und einmal am Tag kommt die Schwester zum Spatziwaschen. Mit solchen Quasseln, alles echt, nichts aus Plastik. Und du hast nur eine Scham, weil nichts mehr geht. Und jeden Tag hast du einen Bad Hair Day, ein Bad Hair Life, ein Scheitel mit Liegeglatze. Dein Leben wird die Hölle. Der Kurtl schaut mich an und sagt, jetzt hör auf zum Sudern, scheiß dich nicht ackere um, in der Zeit warst du schon herüben. Und er hat recht. Er hat recht, es sind 10 Schritte. Warum soll ich die nicht gehen können? Wenn es da nicht 200 Meter runter geht, kann es ja auch gehen. Ich stehe nicht auf der Maria-Hilfer-Straße und weiß nicht, wie ich zum Kerngroß umkomme. Ja? Das passiert im Kopf. Und wenn du weiterkommen möchtest im Leben, musst du jetzt für einen Augenblick deine Komfortzone verlassen. Es ist einfach nur ein Fuß vor den anderen. So wie ich seinerzeit meiner Tochter erklärt habe. Sie ist ja heute noch vor mir stehen, die Maus. In der Küche ist sie gestanden und hat sich ganz verkrampft am Stuhlbein festgehalten. Ich habe gesagt, Puppi, du musst jetzt loslassen. Sonst kann das überhaupt nicht gelingen. Lass aus. Ja, lass aus. Ja, du schaffst das natürlich. Komm her zu mir. Komm her, sind meine Hände. Sind immer da. Komm her, es ist einfach nur ein Fuß vor den anderen. Ist ganz leicht. Ja, genau. Es ist ihm alles leicht, genau das habe ich vergessen. Wissen Sie, das Gemeine am Leben ist ja, dass man es vorwärts lebt und rückwärts versteht. Ja? Und kaum hast du einen Millimeter verstanden, kennt das eigentlich schon gehen. Und dann halte ich mich immer fest an meinen großen Philosophen. Ha? Platon, Sokrates, Descartes, feine Zeitgenossen. Kommt auf die Welt, stellt einmal 1000 Fragen und schlägt sie wieder. Ja? Ja? Ich denke, darum bin ich noch und. Denke nicht, gibt's mir nicht, oder was? Ja? Goethe schreibt in Faust 2 und erlebt das Ende nicht. Ein intelligenter Mensch, aber völlig frei von Zeitgefühl. Ne? Beamter halt, so wurscht, wenn du fertig bist. Ja. Ja. Aber wer auch immer jetzt aufflackert in ihrem Kopf als Held oder Heldin, alle verbietet eines. Sie haben alle bis zum Schluss gewerkt. Die haben keinen einzigen Tag beim Fenster ausgeschaut, dass er vergeht, auf die Pension gewartet. Die haben gesagt, na, ich habe eine These, ich habe eine Theorie, eine Antithese. Ich muss es beweisen, denn nichts ist, wie es scheint. Ha, wie die Tante Mitzi, die war genauso. Die kennen Sie nicht, woher? Meine Tante Mitzi, die war großartig. Die Mitzi hat mir den Titel geschenkt, die hat immer gesagt, wer das tief nicht erlebt hat, der hat das Hoch überhaupt nicht verdient. Die war großartig. Die hat 1000 Geschichten mit ihr erlebt. Habe ich all meiner Tochter erzählt, dass sie nicht verloren gehen. Die Kleine verwendet heute noch ihre kleine Gartenschaufel aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Griff, mit nichts kompatibel ist. Ist einfach nur Schafe. Das gibt es heute gar nicht mehr. Dann wird sich ihre Spur verlaufen. Ja. Die Mitzi findest du in keinen Geschichtsbüchern und keinen Auktionshäusern, gar nichts. Die hat weder einen philosophischen Ansatz zum Thema Ethik hinterlassen, noch die moderne Malerei begründet. Ein Juden hat sie versteckt. Doch, genau, einen Juden hat sie versteckt. Und das in einer Zeit, wo man noch erschossen wurde dafür. Ja, ob der Goethe das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber eines fasziniert mich, die Mitzi hat einfach aus ihrer Zeit herausgeholt, was eben damals zum Rausholen gegangen ist. Die hat nie gewartet. Und wir warten alle und dann kommt nichts. Und das macht uns so traurig. Ja, und wir kommen drauf, die nächsten 2 Wochen sind überhaupt nicht entscheidend. Jetzt ist entscheidend. Weil du morgen vielleicht weg bist. Hat noch keiner von uns vorher gewusst. Und oft musst du noch gar nicht weg sein, oft genügt es nur, dass du am Weg zum Wegsein bist, dass du für die anderen längst weg bist. Heime sind voll davon. Wenn du heute den Weg zum Stammtisch nicht mehr schaffst, bist du eigentlich schon immer dabei. Außer Sie meinen Freund. Haben Sie so jemanden? Das wünsche ich Ihnen. Einer genügt in der Regel. Auf den passen Sie ganz gut auf und laden ihn ein auf ein Bier. Denn der ist immer da, ob es Ihnen hochgeht oder tief. Danke für den schönen Abend. Schön haben wir's.